Von Ruhrberg in der Nordeifel führt der Blick auf den bewaldeten Höhenrücken des Kermeter. Von der Straße über die Ruhrtalsperre führt ein Waldweg zu einem Meilerplatz, der noch bis 1963 von Köhlern aus Schmidt genutzt wurde. Mit den zahlreichen Bächen, die den Kermeter durchziehen, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Köhlerei gegeben, die Nähe zum Wasser. Die überlieferte und bis Ende der 60er Jahre angewandte Technik der Holzkohlengewinnung führen hier Köhler aus Schmidt noch einmal vor. Sie beginnen damit, den Kohlplatz, die sogenannte Meilerplatte, herzurichten. Die Wahl eines geeigneten Standortes bestimmten hauptsächlich drei Faktoren: geringe Erdbewegungen am Platz, die Nähe zum Wasser und kurze Transportwege des Holzes. Am ehesten nahmen die Köhler längere Holzanfahrten in Kauf. Einen großen Vorteil bedeutete auch die windgeschützte Lage eines Meilerplatzes. Als nächstes markieren sie den Mittelpunkt. Von hier aus gehen zwei Köhler je 18 Fuß in die entgegengesetzte Richtung. Der Endpunkt bildet mit weiteren Markierungen die Radiuslinie des Meilers. 16, 18. Das ist die Grenze. Die Abmessung von 2x6 Metern ergibt demnach einen Meilerdurchmesser von 12 Metern. Die übrige Kreisfläche bleibt für den Umgang frei. Das Rohmaterial für den Meiler wird mit dem Traktor angefahren. Es handelt sich um Scheite, Äste und Knüppel aus Buchenholz, das mindestens ein Jahr gelagert wurde. Die Köhler schlugen das Holz in den Monaten Januar bis März. Die Anordnung entspricht der umgekehrten Reihenfolge beim Aufbau. Innen an der Gasse stehen die Scheite, die die Köhler für den Aufbau zuerst verwenden. Nach außen hin folgen dickere Rundstämme, dünneres Astholz und Krummholz, mit dem die Meilerkuppe geformt wird. Die Köhler errichten den Feuerschacht, auch Fülle oder Quandelschacht genannt. Die Fülle besteht aus drei Fichtenstangen von je 3,5 Metern Länge, die in verschiedener Höhe von zwei Eisenringen stabilisiert werden. Ein Eisenring liegt zunächst als Maß für den Durchmesser der Röhre am Boden. Die Köhler befestigen ihn dann in der Höhe von etwa 80 cm mit Bindedraht. An diese Konstruktion stellen sie die metrigen Buchenholzscheite in zwei Etagen, den sogenannten Gesetzen, an. In der Meilermitte entsteht so eine vom Boden bis zum Kopf durchlaufende Röhre. Durch diese Fülle wird zu Beginn des Brennvorgangs das Feuer eingebracht. Der Aufbau des zweiten Gesetzes beginnt. Der Meiler gewinnt langsam an Gestalt. Die äußere Schicht an den Flanken bilden die dünnen Knüppelhölzer, die natürlich schneller zu Holzkohle verschwelen als die dicken Scheite im Meilerkern. Da sich die Glut von innen nach außen entwickelt, erreichen die Köhler mit dieser Anordnung, dass der gesamte Holzvorrat gleichmäßig verkohlt. Über dem zweiten Gesetz entsteht bereits der Meilerkopf. Die Hölzer müssen hier zur Ausbildung der Kegelform kürzer sein und flacher aufliegen. Besonders exakt umkleidet Franz Stollenberg den Schacht, in den zu Beginn des Kohlvorgangs das Feuer eingebracht wird. Im Rohbau erreicht der Meiler eine Höhe von 2,60 Meter. Der Kegel erhält eine doppelte Decke aus einer Laub- und einer Erdschicht. Etwa 50 Säcke sind nötig, um den Meiler mit einer 10 bis 20 cm dicken Schicht abzudecken. Die Umkleidung, auch Mantel oder Raudach genannt, entsteht in einem Arbeitsgang. Mit einer schnellen Schaufeldrehung fixiert Hubert Stollenberg die angeschickte Kohlerde. Diese Mischung aus Kohlasche, Kohlegries und Waldboden verfestigt sich beim Anklopfen und hält zusammen mit dem verrotteten Laub die Feuchtigkeit. Der Meiler ist nach außen dicht und dadurch gegen die Außentemperatur isoliert. Die äußere Abdeckung ist etwa 4 cm dick.
Der Meiler besitzt zuletzt einen Umfang von etwa 34 Metern und erreicht mit fertiggestellter Decke eine Höhe von 2,80 Metern. Bevor die Erdschicht in unmittelbarer Umgebung des Feuerschachts aufgebracht wird, umkleidet ihn Hubert Stollenberg mit Rasenplaggen. So, bringen Sie die Vase nicht ab. Während des Schwelbrandes bleibt der Feuerschacht verschlossen. Die Sauerstoffzufuhr im Innern regulieren dann die Zug- und Rauchlöcher, die die Köhler in die Meilerdecke einstechen. Bevor die Köhler den Meiler am nächsten Tag anzünden, stechen sie am Fuß die Zuglöcher ein. Auch eine Schlauchleitung vom Bach zum Kohlplatz müssen sie noch verlegen. Erst damit sind alle Vorbereitungen für den Kohlprozess getroffen. Der Kopf ist fertig. Die Ummantelung soll fest und dicht schließen. Um die hierzu notwendige Feuchtigkeit zu halten, begießen die Köhler gegebenenfalls Meilerflanken und Kuppe. So, jetzt haben wir fertig. Mal wieder eingestaut. Tun wir noch ein bisschen abrühmen. Vom Herrichten der Meilerplatte bis zum Fertigstellen des Rohholzkegels sind 8 Tage vergangen. Je eine weitere Woche nehmen der Schwelbrand und das Ausräumen des verkohlten Holzes in Anspruch.